Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Wir sind live auf der IFA 2013 bei Samsung und die haben soeben das Galaxy Note 10.1 2014 Edition gezeigt, also ein überarbeitetes Note 10.1. Was sofort auffällt, die Rahmen hier an der Seite wurden dünner, das Ganze sieht jetzt optisch deutlich ansprechender aus und Samsung hat endlich keinen normalen Kunststoff mehr auf der Rückseite, sondern so eine Art Leder, was sich wirklich sehr wertig anfühlt. Nicht so hochwertig wie Aluminium auf den ersten Eindruck, aber es gefällt mir sehr, sehr gut, gerade hier beim weißen Modell. Ja, wir wollen das Gerät nun einfach mal sperren und außen rum gehen. Wir haben hier oben natürlich ganz klassisch den Powerbutton, lauter leiser Wippe. Das ist alles Kunststoff, aber sehr gut verarbeitet. Infrarotport. Hier dann nochmal den Lautsprecherausgang. Außerdem hier einen Micro-SD-Kartenslot. Der Speicher kann also erweitert werden. Und bei der LTE- bzw. 3G-Version natürlich auch den SIM-Kartenport. Ja, der Micro-USB-Anschluss befindet sich hier unten. Hier nochmal ein Lautsprecherausgang. Wir haben also Stereo-Sound sowie hier den 3,5 mm Klinkenanschluss. Leute, lasst uns zum Display kommen, denn das hat es wirklich in sich. Dafür schalten wir das Gerät einfach nochmal ein und entsperren es. Wir sehen hier die bekannte Entsperranimation. 10,1 Zoll, 2560x1600 Pixel, die genau dieselbe Auflösung wie beim Nexus 10 und ich kann euch sagen, die Farben sind genial, der Weißwert ist genial, die Blickwinkelstabilität ist genial, hier sieht wirklich alles aus wie gedruckt, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier oben die Sensoren sowie die Frontkamera. Auf der Rückseite befindet sich dann die 8-Megapixel Hauptkamera sowie natürlich das Samsung-Logo. Hier seht ihr den Einschub für den S-Pen, denn Note-typisch haben wir hier natürlich auch wieder den S-Pen dabei. Die Funktionen vom S-Pen sowie die gesamten Software-Features dieses Tablets zeige ich euch noch in einem extra Video in den nächsten Tagen, denn da haben wir dann mehr Zeit und etwas bessere Lichtverhältnisse, um das zu drehen. Die Performance gefällt uns noch nicht ganz so gut. Es gibt einige Ruckler, obwohl wir hier den Qualcomm Snapdragon 800, eine Quad-Core CPU haben. Das könnte etwas besser sein, aber das wird hoffentlich noch optimiert, bis wir dann die finale Version zu sehen bekommen. Wir haben hier natürlich die TouchWiz UI Android 4.3 ab Werk vorinstalliert. Hier zwei touch-sensitive Tasten für Menü und für Zurück, sowie in der Mitte den Samsung-typischen Home-Button. Erwähnenswert sind auch noch 3 GB Arbeitsspeicher. Das ist auch mit eines der ersten Geräte, das mit 3 GB Arbeitsspeicher ankommt. Außerdem haben wir auch einen relativ starken Akku, 8220 mAh. Das war's vom ersten Hands-on des Samsung Galaxy Note 10.1. Ihr kennt die technischen Daten, ihr kennt das Design. Auf die Software gehe ich dann später in den kommenden Tagen noch etwas genauer ein. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.